Elemente: Luft, Feuer, Wasser und Erde. Hallo Larissa. Hallo Samantha. Ich möchte heute über die Elemente wissen. Okay, das kommt gut an. Im Altertum teilte man die Dinge in der Natur in vier Elemente ein. Das waren Wasser, Luft, Erde und Feuer. Die Chinesen kannten fünf Elemente: Holz, Wasser, Erde, Luft, Holz, Wasser, Erde, Feuer und Metall. Heute ist ein Element in der Chemie ein Stoff, der aus lauter gleichen Atomen besteht. Zum Beispiel Gold, Sauerstoff oder Quecksilber. Es gibt über hunderte solcher Elemente. Aus zwei oder mehr verschiedenen Elementen kann man dann einen anderen Stoff herstellen. Jetzt möchte ich über den Element Erde wissen. Erde. Viele Bäume gemeinsam bilden einen Wald. Manche Bäume werden mehrere Jahrhunderte alt. Einige sogar mehr als 1000 Jahre. Bäume können nicht nur sehr groß, sondern auch sehr groß werden. Der größte heute noch lebende Baum hat eine Stammlänge von über 115 Metern. Der Mammutbaum Hyperion. So siehst du aus Stella, wenn du darunter stehst. Er steht im Red Mountain Nationalpark in den USA im Bundesstaat Kalifornien. Das wird so spannend. Jetzt möchte ich über den Element Feuer wissen. Bei einem Feuer verbrennt man etwas. Das, was verbrennt, verbindet sich mit Sauerstoff, einem Gas aus der Luft. Dabei sieht man eine Flamme. Zum Beispiel kann Holz verbrennen, wenn es heiß genug ist. Übrig bleibt dann Asche. In der Luft entsteigt ein Gas, das Kohlendioxid. Andere Gase und schlecht verbrannte Teile sehen wir als Rauch durch. Das Feuer wird es warm und man sieht das Feuer als Licht. Feuer ist für die Menschen nützlich. Man wärmt sich, wenn es draußen kalt ist. Schon in der Steinzeit haben Menschen Feuer verwendet. Vor über 2 Millionen Jahren. Erst kann man nur Feuer übernehmen, das in der Natur entstand. So hat manchmal ein Blitz einen Baum zum Brennen verbracht. Später lernten die Menschen der Steinzeit, selber Feuer zu machen. Feuer ist aber auch gefährlich. Manchmal verbrennt man durch einen Unfall, das gar nicht verbrennen soll, zum Beispiel ein Haus. Oh, das ist so spannend geworden. Ich will jetzt was über Wasser hören. Genau. Wasser gibt es im Regen, in Bächen, Flüssen, Seen, Meeren, aber bei uns an jedem Wasserhahn. Wasser hat durchschnittlich keine Farbe und durchschnittlich keine Farbe, kein Geruch, keinen Geschmack. Und jetzt was über Luft. Genau, das erkläre ich dir jetzt. Luft ist ein Gemisch aus Gasen. Dieses Gemisch umhüllt unsere Erde. Die Lufthülle nennt man Atmosphäre. Menschen und Tiere brauchen Luft, um zu atmen. Genauer gesagt brauchen sie den Sauerstoff in der Luft. Außerdem befindet sich in der Luft Dampf. Aus Wasser entsteigt nach oben, wo es kälter ist. Dort wird daraus, wenn die Luftfeuchtigkeit sehr groß geworden ist, wieder flüssiges Wasser, das als Regen, Schnee oder Nebel auf die Erde zurückkehrt. Darum ist in der Luftgesamten Atmosphäre kaum Wasserdampf. Weniger als 0,5%. Schließlich findet man in der Luft nicht nur Gase, sondern auch Staub. Davon ist ein Teil von Menschen gemacht. Fabriken stoßen durch Schornsteine und Autos durch den Aufbruch auch Staub aus. Gerade in großen Städten gibt es deshalb viele Luftverschmutzungen. Oh mein Gott, danke für euch allen. Das war sehr spannend. Genau. Tschüss.